Helikopter, Heli... Hallo? Nein, das ist der. Hey, was hört das? Ich kenn den. Ich blende euch den Clip ein, woher ich den kenne. Du hast meinen Helikopter kaputt gemacht. Ja, dein Helikopter darf da eh nicht stehen. Das ist meine Wohnung. Ich darf parkieren, wo ich will. Soll ich mal den Boss anrufen da? Ja, der Engel. Was? Was hab ich scheiße gemacht? Ich bin da am Döner, siehst du das nicht? Ein Döner? Ja. Was schnurrst du, Mann? Hab ich dir gesagt, Hände hoch, oder was? Ich mach meine Hände hoch, okay? Lass mich los, Mann. Hey. Hast du gesagt, ich soll meine Hände hochmachen? Hallo? Ja, was soll das, Mann? Was räumst du meinen Helikopter weg? Sorry, hey, chill mal. Hallo. Du fick dich, Mann, ey. Fick dich, Mann, ey. Was räumst du meinen Helikopter, Mann? Hey, was soll das, Mann? Bist du Engel, oder was? Wieso räumst du meinen Helikopter? Ich hab den nicht gesehen das erste Mal. Das wollte ich dir erklären, aber dann hast du geschossen. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Soll ich dich irgendwo mitnehmen? Ah ja, er hat ja noch sein Mini-Auto. Okay. Das Big Bobby Car Peppa Pig für nur 34,99. Zum Glück habe ich Motorblocker dabei. Hey, was hält das? Hallo, Kollege, was hält das? Ja, bitte, kann ich Ihnen helfen? Wieso tust du mein Auto blockieren? Das war ich nicht, das war der da. Ei. Okay, ciao. Jo, ciao. 20 Minuten später. Da fährt der Drogendealer! Schnell zum Helikopter, schnell. Hoppla. Ja, hallo? Ja, hallo? Was soll das? Was soll was? Ja, in meinen Helikopter reinfahren. Ich hab den nicht gesehen, ich wollte selber ein Flugzeug auspacken. Ja, willst du mich verarschen, oder was? Wie bitte? Willst du mich verarschen? Ich kann dich nicht verstehen, hallo? Hallo. Kannst du auch Deutsch sprechen, oder? Du verstehen, du, warum du meine Auto reinrommen, du? Ja, es war unsichtbar, wie schon gesagt, vorhin auch. Ja, ich bin auch unsichtbar. Du lustiger Vogel, ey. So, jetzt park ich es nochmal, wenn du nochmal reinrammst. Wie geht's auf die Nüsse, gell? Und tschüss. Hast du vielleicht ein Stück Schokolade für mich? Was für Schokolade? Ricola kann ich geben. Willst du eine Ricola? Ah, Ricola, ja klar, gerne. Willst du mich verarschen? Nein, ich wollte ein Flugzeug ausparken, also wirklich jetzt. Ja, fahrst du mit dem Helikopter, mit dem Auto in mich rein. Wie schon gesagt, es war ein Versehen. Ich sehe das Ding immer noch nicht. Also... Ja, ich sehe dich jetzt nagli nicht mehr. Und tschüss, hä? Nochmal rammen, dann rufe ich den Engel. Und tschüss. Ein paar Sekunden später. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Tut mir leid. Alles gut, das kann schon mal passieren. Ich fahr jetzt. Ciao. Ein paar Sekunden später. Hallo, ist alles okay? Sir? Hallo? Sir, hallo? Sir, was machen Sie gerade? Hallo? Ja, hallo, ich schreibe Mängel, Mann. Wem schreiben Sie? Im Himmel. Sie sind im Himmel? Nein, ich schreibe im Himmel. Sie schreiben im Himmel? Ich schreibe im Big Boss. Wem? Sie rammen mich die ganze Zeit meinen Helikopter. Das muss doch nicht sein, bitte. Servus. Nein, ey, das ist alles cool. Du hast ein Ticket gemacht. Ja, der rammt mir die ganze Zeit meinen Helikopter weg, wenn ich ihn ausparke. Ey, das war ein Versehen, ich hab den nicht gesehen. Der war unsichtbar. Ja? Ich hol den Herrn jetzt mal mit und dann rede ich ein ernstes Wort mit ihm. Dann wird es auch Konsequenzen haben. Wahrscheinlich RJ. Ich wünsche dir was, Bean. Ich hol die Person mal hier mit. Oh, das muss doch nicht sein. Ey. Mach ruhig dein RP weiter. Okay. Es tut mir wirklich leid, okay? Ciao. Nein, bitte. Du hast Bock auch auf Grand RP zu spielen? Dann registriere dich jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Hier kannst du dir dann auch direkt den Grand RP Launcher herunterladen. Und schon kannst du einem der deutschen Server beitreten und spielen. Viel Spaß! Schon wieder du! Oh, hallo Sir! Was machst du wieder hier? Was machen Sie hier? Ja, jagen! Ah, ich bin gerade auf der Durchreise, Entschuldigung. Ich fahre einfach weiter, weil wir hatten ja schon ein Problem. Ich will nicht nochmal Ärger kriegen, weißt du? Ja. Ey, komm, steig aus, flieg weg, ist okay. Nein. Ey, ich flieg einfach weiter, alles gut. Du lustige Vogel, ey! Nein, alles cool. Hey! Um Gottes Willen, was ist denn hier passiert? Was soll das? Jetzt kannst du es reparieren. Brauchen Sie Hilfe? Sir, brauchen Sie Hilfe? Ja, look, das Auto brennt. Was soll das? Was soll was? Ja, du kannst einmal meinen Helikopter haben. Ich bin zufällig hierher gefahren. Ich wollte zur Militärbasis. Sie können ja mit Ihrem Helikopter nach Hause fliegen, werter Herr.
Wo ist mein Helikopter, ey? Der liegt doch da. Hallo? Ja, wo? Da, hier. Was hält das, Mann? Wie bitte? Wieso machst du die ganze Zeit mit dem Helikopter kaputt? Können Sie das auch auf Deutsch sagen? Ich verstehe Sie nicht. Soll ich mal deine Platten reinschießen? Nein, bitte nicht. Hey, bitte nicht schießen. Sir, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ein paar Sekunden später. Stück Scheiße, was soll das, Mann? Hallo? Brauchen Sie Hilfe? Wieso fährst du mir die ganze Zeit hinterher? Sind Sie ein Reisender? Brauchen Sie Hilfe? Nein, ich bin Multimillionär. Platz 9. Was sind Sie? Multimillionär. Oh. Rangliste 9. Oh, da haben Sie bestimmt viel Geld ausgegeben, oder? Ja, komm, fahr mich zum Ding. Wohin? Ah, wohin? Mr. Multimillionär, wo wollen Sie hin? 8 Kilometer! Ja, normal, warte, danke, ich fahr zum Bank. Geben Sie mir lieber mal eine Million. Sie sind Multimillionär. Geben Sie mir eine Million, dann fahr ich Sie. Kein Problem. Nein, nein, komm, du hast meinen Helikopter schon viermal zerstört. Nein, nein, der war unsichtbar, da kann ich nichts für. Du lustige du willst mich gerade verarschen, wer bist du? Nein, ey, ich meine das ernst, das ist kein Spaß. Du bist ein Lustiger. Ich finde das nicht so lustig. Okay, ciao. Ja. Ciao. Du bist einer, du. Du willst mich gerade verarschen. Wer bist denn du denn? Ich bin von der Schweizer Garde. Zeig mal deinen Ausweis, du bist sicher Polizist. Nee, das muss ich nicht. Wieso nicht? Ihnen muss ich gar nichts zeigen. Ja, wieso nicht? Jetzt hören Sie auf, mir so blöd zu kommen und gehen Sie. Nein, du fängst immer an. Wer bist du? Einen schönen Tag noch. Ciao. Den einzigen Fehler, den er gerade gemacht hat, ist, in mein Auto einzusteigen, auf meinem Navi die Location einzutippen, wo er hin will. Und jetzt fährt er da wahrscheinlich sogar selber hin mit seinem Segway. Und ich werde da warten auf ihn. Später. Ich mische mich einfach hier so unters Volk. Vielleicht kriegt das nicht mit, dass ich hier bin. Er ist so fokussiert auf die Shops. Nee, ich schreie dich nicht an. Ich habe noch nicht mal angefangen zu schreien. Ich rede ganz normal. Also jeder, der mich kennt, der weiß nicht, dass ich normal rede. Aber guck mal, so. Hier sieht kriminell aus. Ich würde euch bitten, jetzt beide die Schnüsse zu halten, kapiert? Wie bitte? Schnauze halten, beide. Was ist Schnauze halten? Wer bist du überhaupt? Psst, ich bin der Segway-Jäger. Sieht eher aus wie ein Dorftrottel. Hallo, hallo. Hallo. Aua! Ich bin die Segway-Polizei. Du fährst hier nicht am Strand mit deinem Segway, kapiert? Zeig den Ausweis! Nein! Ich ruf die richtige Polizei. Hey, Fräulein, was soll das? Ah, Sophia! Hey, du Stück Scheiße! Hey, Sophia! Hallo! Was? Hey! Ich glaube, ich muss sie mal kurz entsorgen, die gute Sophia. Warum schlägst du mich, Sophia? Was soll das? Nee, warte, tut mir leid, Sophia. Selber schuld. Du hast den Falschen geschlagen, Sophia. Den Falschen. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Du hast den Falschen geschlagen, Sophia. Dein Segway-Surfer da hinten wird dich auch nicht mehr retten können. Hey. Sophia. Ist das deine Frau? Nein, das ist meine Freundin. Ich kenne sie. Freundin? Ach, deine Freundin geht jetzt tauchen. Nein, bitte, bitte. Nein, nein, nein. Sophia, guck mal, diese wunderschönen Korallenriffe. Wunderschön. Geiler Arsch. Willst du anfassen? Oh Gott, nein. War das nicht die ich eben ertränkt habe? Auto Lümmel! Jetzt geht nicht mehr, hä? Ja, nee, 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 nee. Nee, nee. Hey, das ist schon eine grüne Zone, Mann. Ben? Ja. Wo ist dein Heli? Ja, du hast schon 5-mal zerstört. Ja, ich will jagen gehen. Tier jagen, du zerstörst meinen Helikopter. Ich verstehe kein Wort. Schweizer Sprache, schwere Sprache, oder? Hey Sophia, rede mal mit dem Schweizerdeutsch. Ja, ja, ich kann alles sagen, was du willst. Sie redet schon. Ihr habt euch einfach verdoppelt, jetzt gibt's schon 2 von euch. Sir? Ja? Was machen Sie da? Wir warten. Wissen Sie, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie hier nicht parken dürfen. Sie müssten tatsächlich dort vorne parken. Ach so, okay, danke. Kein Problem. Ein paar Sekunden später. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder? Sie können nicht hier parken. Sie haben doch gerade gesagt, ich soll hier hingehen. Nein, ich meinte, Sie dürfen nicht hier parken, vor dem Krankenhaus. Wo soll ich denn sonst parken? Nein, nicht hier vor dem Krankenhaus, auf der anderen Straßenseite oder so. Das ist für Krankenhausmitarbeiter. Ja, dann fahr ich auf der anderen Straße. Du bekommst $5,000 von mir, wenn du zu einem Taxifahrer da hinten hingehst und ihm sagst, er darf da nicht parken. Und er soll bitte hier in der Taxizone parken. Ah, haben Sie endlich einen Kunden gefunden? Ja. Das freut mich für Sie. Wieso haben Sie uns? Was war das für eine Stimme? Der Typ, der war so... Wie fahren Sie denn? Wie fahren Sie denn? Erst können Sie nicht richtig parken und dann auch noch nicht richtig fahren. Sie haben doch gesagt, ich soll auf der anderen Seite parken. Sie haben das einfach nicht verstanden, dass man da nicht parken darf. Das ist nicht mein Problem.
Die dürfen hier nicht einfach so anhalten. Können Sie ja, bitte aber wegfahren? Deine Tür geht nicht an. Können Sie bitte der wegfahren? Ist einfach rausgegangen. Ich sag's nicht noch einmal. Ja, Entschuldigung. Fahren Sie weg. Er fährt halt wirklich einfach wieder ans Krankenhaus. Warte, das ist sein Kollege. Sein Kumpel. Wieso haben Sie uns? Das sind beides Taxifahrer. Die warten beide hier. Sie dürfen dort nicht parken. Wie oft noch? Da steht doch Taxizone. Das ist aber nicht für Taxis gemeint. Hä? Ja, dann parke ich da drüben. Können Sie bitte nicht auf der Straße parken? Hä? Das ist so Parkstreifen. Das ist die Straße, ja oder nein? Das ist Parkstreifen. Das ist der Parkstreifen? Ja. Sind Sie, also tut mir leid, wenn ich das so sage, aber irgendwie blind? Wo soll ich sonst parken? Sir, ist das hier ein Taxiparkplatz? Glaube nicht, ne? Alter, wo soll ich sonst parken? Ja, weiß ich nicht. Woanders. $10,000, wenn du dem Milchzahn sagst, der darf nirgendwo parken, egal wo er parken will, das ist verboten, das ist falsch. Jetzt im Ernst? Wirklich? Wirklich? Ja. Ey, Bro, du darfst hier nirgendwo parken. Bro, du musst hier wegfahren. Fahr ganz weit weg. Du darfst hier nicht parken. Fahr weg, Bruder. Du darfst hier nicht parken. Fahr doch. Endlich ist er weg. Sir. Was ist jetzt schon wieder? Sie dürfen dort nicht parken, das ist für Mietfahrzeuge. Wo soll ich sonst parken? Naja, da wo sie stehen, ist nur für Mietfahrzeuge. Komm, zieh Leine. Können Sie bitte weiterfahren? Geil, ja? Können Sie bitte weiterfahren? Ja, wie denn? Mein Motor wurde geblockt. Ja, nicht von mir. Ja, von wem sonst? Weiß ich nicht, von dem vielleicht. Komm, fahr weiter jetzt. Alter. Brauchst du Hilfe? Ach, nee, das ist gut. Könnt ihr euch weiterfahren? Sicher? Ich kann auch Hilfe rufen. Was soll denn das eigentlich? Wie bitte? Warum Motorblocken Sie die ganze Zeit beim Fahrzeug gleich her? Gibt's ein Problem? Ja, mein Fahrzeug geht die ganze Zeit aus. Ja, das ist nicht mein Problem. Vielleicht ist irgendein Zylinder kaputt oder so. Ja, ich guck's mir mal an. Sie können dann weiterfahren. Ja, ich schau da mal aufs, dann geh ich her. Geht's wieder? Ich guck's mir mal an, ja. Junge, hat er jetzt wirklich an der Ampel gewartet? Hat er jetzt for real an der Ampel gewartet? So, ist alles okay? Ist alles in Ordnung. Brauchen Sie Hilfe? Nein. Okay, alles klar. Dann schönen Tag noch. Gleichfalls. Sir, brauchen Sie Hilfe? Nein, Sie haben mich das eben schon gefragt. Ne, weil Sie einfach so auf der Straße anhalten. Das dürfen Sie nicht. Mein Motor wurde abgeschaltet. Ja, von wem? Dann machen sie ihn wieder an. Sehen Sie, geht doch. Haha, sehr witzig. Soll ich vielleicht eine Werkstatt rufen oder so? Nee, brauchen Sie nicht. Oder einen Abschleppdienst. Kann mich auch selber verarschen. Also, wenn Sie das Ding jetzt nicht langsam zum Laufen kriegen, haben wir ein kleines Problem. Das ist der Highway. Hier ist gefährlich. Die Autos sind schnell. Ja, wenn Sie nicht die ganze Zeit abschalten würden. Ich mach das nicht. Ich kann das einmal machen alle 2 Stunden. Also, sorry, aber... Ja, hier ist nirgendwo jemand außer Ihnen. Genau. Also, ich kann das nur alle 2 Stunden einmal machen. Ich kann das auch noch einmal machen. Ich bin der Weihnachtsmann. Nee, Sie lügen. Wetten, mein Motor geht gleich wieder aus und nur Sie sind hier in der Gegend? Ja, ich mach das aber nicht. Also, sorry. Ich hab nur gesehen, wie Sie angehalten haben. Also, ich will nur helfen, ne? Gut, gut. Dann mache ich jetzt einen Clip und lade den mal hoch und frag mal, was die Admins dazu sagen. Oh nein. Oh nein. Später. Ey, kannst du nicht parken oder was? Siehst du nicht, dass hier Leute stehen oder was? Hallo, was soll das? Hallo, ich habe hier nicht erlaubt, mich festzunehmen. Der Herr. Ja, der Herr. Sie mich nicht. Ja, der Herr. Hallo, hallo. Sie sitzen im falschen Fahrzeug, der Ach, Herr. Ach du Scheiße, nein. Oh doch, Sie sitzen im falschen Fahrzeug. Du hast den Falschen angemault. Nein, bitte nicht. Ich hab nichts getan. Ich hab Familie. Danke, der Herr. Nein, nein, keine Waffe. Aua, aua. Ey, entfesseln Sie mich bitte. Warum rennen Sie mit einem Schrotflinte hier rum? Ist zur Eigensicherung gegen den Herrn Maddox Montana in der Zelle dort. Mahlzeit. Bitte nicht, ihr auch noch. Lasst doch einfach gut sein, bitte. Ich bin nur hier, um den Herrn Maddox Montana zu begutachten, das alles. Der Arme. Ihr habt doch alle gar kein Problem mit mir. Nö, Kollegen, gibt's hier was umsonst oder was steht hier alle rum? Ja, hier gibt's was umsonst. Ja, Jungs, hier gibt's nichts mehr. Ich sitze jetzt hier eine halbe Stunde, bis der wieder freikommt. Also, könnt ruhig gehen. Warum ist der drin? Der? Ja. Na, der ist schon 3-mal ausgebrochen heute. Ich bring ihn gerade zum 4. Mal zurück. Ja, aber Sie wissen, dass der beim PD gearbeitet hat, oder? Ja, ich weiß. Und jeder, der ihn freimachen will, der kommt halt auch in den Knast. Mach's, macht ihr da drin. Der ist ein Papierspiel. Wir machen, Interessant. Ja, bitte entfernen Sie sich von uns. Komm raus. Kollegin, raus hier. Frau Kollegin, Frau Kollegin, Frau Kollegin. Hilfe!
Noch jemand? Alter. Noch einer vielleicht? Alter. Sie können gerne da drin bleiben und weiter lutschen. Lutschen Sie weiter. Bleiben Sie da drin. Ist okay. Ich gehe jetzt mit denen zum See. Reicht mir. Also ihr könnt eurem Freund da hinten sagen, er kann es sich noch anders überlegen. Er kann es sich noch anders überlegen, wenn er will. Benny! Hau ab, Benny! Warum kommen die denn alle, um Maddox zu retten? Was haben die denn mit dem? Bitte auch in Handschellen nehmen. Ich stehe da drauf. Bitte nehmen Sie mich in Handschellen. Ich stehe da drauf. Oh ja. Das ist der so ziemlich unsympathischste Mensch, Scheiße, den ich je getroffen habe. Ist ja nicht mein erster Zusammenstoß mit ihm. Ey, ich schwör's dir, ne? Oh ja! Chepon, gib mir Gamescom-Verbot! Gib mir Gamescom-Verbot! Oh, Chepon. Ja, die Frau, die hat Maddox wahrscheinlich jetzt auch befreit. Die konnte ich leider nicht mehr aus der Zelle holen. Kein Gamecrash. Ja, wenn ihr Gamecrash bekommt, dann kriegt ihr wenigstens das, was euch zusteht. Schaut euch diesen Helikopter an. Ich weiß sogar, von wem der Helikopter ist. Ja, der stürzt gerade ab. Guck mal, die lassen Cisco. Du hast eine Mods-Ausdauer. Ich hätte gar keinen Bock, hierher zu rennen. Ich habe sehr viel Ausdauer, vertrau mir. Oh, schwimmen. Oh, wie geil. Oh, tauchen, nein. Blub, blub, wie blub, machen blub. Die Fischis? Blub, blub. Und bitte nicht mehr Maddox helfen, ja? Bitte einfach nicht mehr zu Maddox gehen. Lassen Sie es einfach sein. Machen Sie Ihren Job als PDler, aber nicht mehr mit Maddox. Na, wie geht's? Oh, ich sterbe gleich, ich muss hoch. Ah, Maddox ist nicht mehr hier drin. Die haben den ja wirklich entlassen. Da müssen wir wieder hinterherfahren und den nochmal eintüten, ne? Da ist ja die Frau, die hat den unjailed. Die nehme ich mit, die Tussi. Ich bin nicht da. Sie sagt schon, ich bin nicht da. Stopp, stopp. Genau dich habe ich gesucht, meine Liebe. Nein, nein, nein. Oh nein, doch. Nein, ich bin nicht da. Ich weiß, was du getan hast. Wo steht der Maddox, weißt du? Oh mein Gott. Maddox? Was soll das? Maddox! Reicht doch. Ich weiß doch genau, sie hat dich gerade aus dem Gefängnis geholt, weil sie die einzige war, die ich nicht mitgenommen habe. Das ist erbärmlich. Maddox, das ist schade. Hör mal, Lady. Ich weiß nicht, was der schmierige Kerl dir hier OOC versprochen hat. Aber bitte, das kriegst du nicht. So, Maddox, kannst du dir vorstellen, wo wir jetzt hinfahren? Nein, alles klar, das dachte ich mir bereits. Vielleicht können sie ja diesmal nicht den Department-Funk voll spammen. Mein Gott, Minderjährige haben die Fresse zu halten, danke. Minderjährig? Geh mir nicht im Sack, danke schön. Und wenn du reden willst, red mit dir selber, ja? Wer ist denn hier minderjährig? Ja, sie. Ich bin nicht minderjährig. Maddox, Maddox. Ist dir das nicht peinlich, wie du dich verhältst? Das wäre mir ziemlich, ziemlich unangenehm. Ja, das ist nicht schlimm, ja? Moin, da sind wir wieder. Hey, 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 Pedila. Stopp. Hat der Blonde da schon wieder gerade die Waffe gezogen? Ist das sein Ernst? Hey, Blondie, was soll das? Ey, der will mich doch verarschen, der Blonde. Warum ziehst du die Waffe? Hör doch auf. Ich muss hier Waffe ziehen, damit ich das SG beschützen kann. Du musst gar nichts ziehen. Oh, wow. Er nimmt mich wirklich an die Hand. Was soll denn das? Hallo? Er funkt. Hören Sie auf zu funkeln. Hey, Blondie. Hey, ich wurde... Oh mein Gott, ich hab Gas. Ah, moin, moin. Da rennt der Maddox, da rennt er. Maddox, es reicht doch, wirklich. Komm mal her, ich nehme dir die Waffen jetzt mal ab. Reicht, okay? Meine Lieben, sie haben sich jetzt wirklich alle offiziell neben dem Herrn Montana zum Affen gemacht. Applaus. Nein, Lüge. Warte, ich zieh nochmal gerade den Ausweis von jedem von euch, ja, damit das auch gut festgehalten wird, wer ihr seid. Ach, Benny, sorry. Wie bist du denn hier reingelandet, Benny? Ah, super, ich werd sogar freigelassen. Benny, kann's gehen. Super. Benny, stell dich mal bitte zwischen diese zwei Kanonen. Natürlich. Du kriegst jetzt was von mir. Oha. Du darfst jetzt zuerst mal die Frau erschießen. Oh mein Gott, sie erschießen mich. Benny, hilf mir! Benny, hilf mir! Wo kommen die denn immer so her? Immer wieder einer mehr. Es hört nicht auf. Da sind noch mehr auf dem Dach, Benny. Auf dem Dach! Auf dem Dach. Haben wir uns jetzt wieder beruhigt? Benny? Ja? Erschieß mal bitte hier den Levin zuerst. Levin? 2 Minuten. Das ist dein Bloodout. Bloodout, Bloodout, Bloodout. Ach, sie schießen wieder, ne? Sie schießen wieder, okay. Schnell, die Valentino. Schieß sie alle um hier. Nur nicht mich. Schnell, Benny. Sorry, Anton. Also, Benny. Ja? Du hast dich von einem Mitläufer zu einem Spitzel und nun zu einem guten Freund entpuppt. Echt? Echt. Top. Und jetzt? Musst dich dazulegen, Benny. Nein. Holst du mich von einem Sie? Ja. Aber dann habe ich keine Dienstkleidung mehr. Ich glaube, die Dienstkleidung wirst du hiernach nicht mehr haben. So oder so. Hey, Montana. Twerk, 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 dead ass. Ich hoffe, es gefällt dir, Montana.